Kunstrecht ist eigentlich ein Kunstbegriff. Kunst ist so vielfältig, dass sie eigentlich keiner allgemeinen Definition zugänglich ist. Und das zeigt auch ein Blick in die Kunstgeschichte. Kunst musste nützen, einen politischen, gesellschaftlichen, sozioökonomischen Zweck. Die Pyramiden beispielsweise drückten Macht aus. Gleichzeitig, also das war das Prodesse, das Nützen. Und gleichzeitig sollte Kunst delectare, sollte gefallen, erfreuen. Kunst ist Geschmackssache, sagt man auch, und man will ja etwas Gutes schmecken. Also, Kunst ist ein Begriff, der sehr vielfältig ist. Letztlich abstrakt kann man wohl nur sagen, dass Kunst Erkenntnisgewinn ist. Der Umgang des Menschen mit sich, seiner Umwelt, den Mitmenschen anzuregen, um dann etwas mehr über sich zu erfahren, das zu verarbeiten, zu korrigieren. Jetzt, der juristische Kunstbegriff gibt es als solchen natürlich auch nicht. Das wäre ja komisch. Es ist ein relativer Begriff. Sie haben gesagt, am Zoll muss man vielleicht erklären, ob diese Fotografie, dieses Bild, diese Skulptur Kunst ist, weil halt Abgaben davon abhängen, die Höhe davon abhängt. Und Sie haben den Punkt absolut getroffen, das Abgaberecht, Zollrecht, Mehrwertsteuerrecht hat einen Begriff der Kunst oder der Künste, des Bildes, der Skulptur. Dann haben wir aber natürlich viele andere Rechtsbereiche, die in diesen Topf des Kunstrechtes hineinfallen. Das ist natürlich einmal das Verfassungsrecht zu nennen. Kunstfreiheit ist gewährleistet, Artikel 21 der BV. Die Ausübung des Künstlers, der Kunstmarkt ist davon geschützt, vor allem natürlich vor Zensur des Staates. Also müssen wir dort wohl eher einen breit gefassten Kunstbegriff haben, weil wir ja nicht bestimmte, vielleicht neue Formen ausschließen wollen. Dann haben wir das Urheberrecht, das natürlich ganz wichtig ist. Das Urheberrecht hat nicht einen eigenen Kunstbegriff, aber es sagt ja, Werke, die eine geistige Schöpfung sind mit individuellem Charakter, die sind schutzfähig. Die fallen in Schutz, also Werke der Kunst, Literatur und Musik. Das ist aber wieder eine Sache des Urheberrechts. Und dann haben Sie beispielsweise auch ganz gewöhnlich den Persönlichkeitsschutz. Ja, Kunst muss sich Kritik stellen. Wie weit darf diese Kritik gehen, ohne nicht verletzend und die Persönlichkeit des Künstlers, der Künstlerin zu verletzen. Auch hier spielt die Kunst eine Rolle und ist aber vielleicht dann mehr definiert durch die Person als durch das Werk selbst. Und dann haben Sie das Strafrecht selbstverständlich, das auch Grenzen aufstellt. Gewaltdarstellungen sind verboten. Ja, Kunst mag vielleicht auch mal Gewalt darstellen. Es gibt ja diese berühmte Performance, da hat einer Kaninchen geschreddert aus Protest gegen irgendetwas. Ja, das ist möglicherweise eben nicht erlaubt, oder? Oder natürlich auch die, wenn Sie an die Karikaturen denken, die bestimmte religiöse Figuren verunglimpfen, dann haben wir einen Konflikt zwischen Religion und Kunstfreiheit. Also wir sehen, hier ist tatsächlich nicht ein Begriff, sondern es ist relativ je nach Rechtsfrage, die Sie haben. Das Original ist ja so ein mystischer Begriff, an dem scheinbar ja vieles hängt. Der Wert eines Kunstgegenstandes, zumindest der bildenden Kunst, hängt an diesem Originalbegriff, aber der ist ja auch nirgends definiert. Original heißt ja einfach das ursprüngliche Sein, das erste noch nie Dagewesene. Und in der Tat ist diese Grenze, was Original und was Reproduktion oder Kopie ist, natürlich auch fließend. Denken Sie an die digitale Fotografie. Ja, was ist jetzt dort das Original? Ist es der Datensatz? Ist es der Ausdruck, der dann von der Künstlerin signiert wird? Und hier sind natürlich Manipulationen, Fälschungen möglich und man muss leider auch sagen, häufig. Das heißt mit anderen Worten hier, dass der urheberrechtliche Schutz dann ins Leere läuft, oder? Weil jemand beansprucht ein Werk als sein eigenes, ohne dass es dann das wirklich ist. Und das Original und die Fälschung, das spielt natürlich im Kunstmarkt eine enorme Bedeutung. Der Originalbegriff, das ist ja so etwas,
Walter Benjamin hat diesen Begriff so geprägt, die Aura des Kunstwerkes. Das sei dasjenige, welches und eine Abbildung, eine Reproduktion könne das nie vollwertig den Glanz dieses Originals überstrahlen. Das stimmt natürlich insofern nicht, als wenn Sie eine Fälschung als Fälschung entlarven, das genau gleiche Bild, die genau gleiche Plastik oder Grafik an der Wand hängt und sie ist über Nacht nicht mehr 20 Millionen, sondern 20 Franken wert. Ja, wo ist jetzt die Aura, wo ist das Original? Es kommt nur auf offenbar die Zuschreibung an einen Künstler, eine Künstlerin und dann letztlich natürlich auch an die Provenienz. Vielleicht ein ganz kurzes Wort noch zur Raubkunst, weil das schon etwas ist, was uns jetzt schon eine Weile beschäftigt. Hintergrund sind ja die Raubzüge der Nazis zwischen 1933 und 1945, bei der ja auch ein großer Teil der damalig als entartet betrachteten modernen, damals sehr modernen Kunst natürlich, den vor allem jüdischen Besitzern entzogen wurde. Diese Kunst, wenn sie nicht zerstört wurde, war dann in allen Herren- und Frauenländern in Museen, bei Sammlern, in Depots, unter der Erde oder wo auch immer. Und man muss dann sehen, 40er, 50er Jahre, da hatten die Leute andere Sorgen, 60er Jahre auch. Und erst dann um die 80er Jahre herum, erstens mal Öffnung des Eisernen Vorhanges, oder? Zweitens Öffnung der Archive, drittens der Kunstmarkt, der dann so Mitte, Ende 80er Jahre natürlich enorm anzog. Das kann man an diesem Index sehen. Und dann entstand natürlich ein Interesse. Die Besitzerfamilien, natürlich aufgrund der Shoah, die zweite oder vielleicht sogar schon die dritte Generation, machte sich dann auf die Suche nach diesen Werken. Und das ist einer der spannendsten, abgesehen von der unglaublichen Tragödie, ist das aber auch eines der spannendsten Themen, finde ich, die darunter liegen, nämlich die Gerechtigkeitsfrage. Fast unauflösbar. Sie haben Ungerechtigkeit am Anfang der Transaktionskette, also Transaktionskette, und Sie haben Handel und am Schluss jemand, der das, nehmen wir im Idealfall an, ohne zu wissen, gekauft hat. Das Bild gibt es einmal. Wer soll es jetzt bekommen? Muss man das teilen? Soll es in ein Museum? Das sind ganz schwierige Fragen. Unser Gesetz hilft nicht weiter, weil es nicht dafür geschaffen ist. Und darum haben die Staaten die sogenannte Washingtoner Deklaration oder Principles heißen sie eigentlich geschaffen. Das hat man, ja, mit Gesetz kommen wir da nicht weiter. Wir müssen halt erst einmal aufklären, Provenienzforschung machen und zweitens dann zu fair and just solutions, also faire und gerechte Lösungen kommen. Das hat aber nicht wirklich, wirklich funktioniert. 60.000. Das ist eine goldige Geschichte, muss man sagen. Und also dem Selbstvermarkter Banksy muss man da ein Riesenkompliment machen. Es war ja so, dass Sotheby's ein Werk von Banksy hatte, A Girl with a Balloon, das ja ein Motiv ist, das er schon Jahre, Jahrzehnte brauchte. Folgendes kann man dazu sagen, also der Zuschlag des Auktionators in diesem Fall bewirkte, wenn man es jetzt nach Schweizer Recht beurteilen möchte, den Vertrag, also der Kaufvertrag zwischen, in dem Fall war es eine Frau, eine Käuferin, und Sotheby's wohl als Vermittlerin, aber das weiß man natürlich auch nicht so genau, aber nehmen wir es mal an, ist in diesem Moment zustande gekommen. Und nach schweizerischem Recht bedeutet das, dass in diesem Moment die sogenannte Gefahrtragung, also das Risiko für die Zerstörung des Werkes, genau in diesem Zeitpunkt auf die Käuferin gegangen. Also im Zeitpunkt, in dem das da geschreddert wurde, war eben die Käuferin diejenige, die die Gefahr trug, das Bild bezahlen zu müssen, ohne eigentlich ja das Bild zu bekommen. Sie hat es ja genommen, das war vermutlich eine gute Entscheidung, weil dieses Banksy hat ja das Bild dann neu benannt, das heißt jetzt Love is in the Bin, also
im Eimer oder im Mülleimer oder so quasi bildlich clever. Das soll ja jetzt nicht mehr die 1 Million, sondern soll jetzt bereits 2 Millionen Pfund wert sein. Ich weiß es nicht, das wird kolportiert. Interessanterweise, das Eigentum am Bild ist in diesem Zeitpunkt des Zuschlages noch nicht an die Frau übergegangen, weil das schweizerische Recht steht auf der sogenannten Traditionstheorie, also das heißt, sie müssen an etwas tatsächlich Besitz erlangen und dann geht das Eigentum über. Aber die Gefahr für die Zerstörung tragen sie schon vorher. Das ist ein bisschen eigenartig. Also hier, das ist sicher... Ja, wie soll man sagen, eine Rosine, nicht wahr, nicht der Alltag.